Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Vanille Provinzen. So, wir sind immer noch dabei, hier ein paar. Tschüss. Ein paar Räume zu bauen. Und ich habe ja schon überlegt, was wir hier reinbauen können. Aber erstmal ist das da drüben dran. Und dafür bauen wir uns jetzt erstmal den Hauptteil von dem Raum. Und zwar den Verzauberungstisch. Komm, nehmen wir erstmal das Leder hier. Ich werde auch irgendwann mal einmal richtig, richtig dick farmen müssen. Ich jetzt mal, ich werde demnächst jetzt, weil das Haus ja, werden wir jetzt in Aufnahmen bauen. Ich schätze ich mal, werde ich jetzt mal in den Streams anfangen zu farmen für die Beacons und generell sowas. So. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also müsste hier die Mitte sein. Ja. Dann bauen wir hier rum die Teile auf. Also die Bücherregale. Aber dafür würde ich dann erstmal sagen, machen wir erstmal hier die Wände dicht. Hier ist der Eingang. Ich bin ja mal gespannt, wer später hier alles ein Haus hätte. Also gerne eine Wohnung. Flup, flup, flup. Ich werde auf jeden Fall nochmal Glowstones farmen gehen. Ich schätze mal, das können wir dann auch in der Aufnahme mal machen. Weil wir waren ja auch noch gar nicht im Nether und das wäre dann mal ein super Grund dafür. Ich habe jetzt gesehen, die Reise nach dem Tropenholz, ne? Das war ja die beste Reise, die ich je hatte. Die war sowas von unnötig. Wenn man genau so entlang läuft, trifft man bei mir auf dem Dschungel. Moment. So, hier ist gut. Gut. Dann machen wir hier noch. Alles klar. F3. Super, 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 super. Halt da, wo es nicht passt, werde ich später noch mit Glowstones nacharbeiten müssen. Sehr schön. Passt. Boah, so langsam füllt sich hier. Was, das finde ich schön. Halt. Wir gehen jetzt einmal schauen, wo wir alles an Büchern und Leder haben. Ich weiß, ich hatte da schon was gesammelt. Hier haben wir Bücher und Leder und Zuckerrohr. Hier werde ich mal so machen. Ich werde eh nochmal Holz fahren müssen. Ich will jetzt einfach nochmal schauen, dass wir das die Bücherei schon mal was aufbauen. So, hier haben wir keine Bücher oder Leder. Ja gut, ein verzaubertes Leder. Ah, da müssen sie jetzt noch hier drüben. Nein. Gut. Super. Ich finde auch blöd, ne? Zack. So, Bücher. Bis zum geht nicht mehr. Gebt sie mir. So, Bücherregale.
Machen wir da mal. So. 35, damit kann man doch schon mal was machen. Vier machen wir so. Wie sieht das aus? 30, ich würde aber gerne kommen. Ja, toll. Machen wir noch so. Genau. Da würde ich sagen, machen wir hier so Gänge jeweils. Machen wir mal so 4. Nee, komm, das mache ich schon mal weg. Dafür setze ich dann hier so... sowas hin, genau. Machen wir immer 3 Regale. Und dann so 4 dazwischen. Dann machen wir hier ein ganz dickes Regal, einfach zur Optik. Damit es dann auch passt, hier wieder hoch. Und dann hier wieder ein Dreierregal. Das Ganze machen wir dann auch hier. Mal kurz hier schauen, das sieht gut aus, noch lichttechnisch. Wir werden auf jeden Fall viele Glossons brauchen. Also, verzaubern können wir schon mal. Leder hatten wir noch was, genau. Und Zuckerrohr hat es jetzt gerade eben gemangelt. Alles klar, gar kein Thema. Gaga. Leder. Komm. Wir schnappen uns mal gerade ganz, ganz kurz einmal einen Stack Weizen. Hier sollten wir jetzt das Platz haben. Dann gehen wir mal die Kühe füttern. Die Kühe fiki-fiki machen. Le Kühe Fiki Fiki Rafiki. Hallo Kühe, hier ist euer Zeuger. Bitte, fresst mein geiles Korn. Und verhaltet euch fern von der Ausgeburt der Hölle da drüben. Ich hasse Creeper. Ach komm schon, das ist doch jetzt lachhaft. Was ist das denn? Hier wurde Fusch am Bau betrieben, hier gibt es nichts zu sehen. So, jetzt aber. Habt ihr euch vermehrt? So. Gebt mir euer Leder. Ah, ich habe ja auch wieder diese afrikanischen Nacktkühe.
9 Stück. Komm, da haben wir noch 3 Bücherregale. Machen wir hier nochmal ein bisschen Licht. Es wird Zeit, dass ich hier mal alles aufbaue, richtig. Also so da drüben wollte ich noch das Lager hinbauen und so weiter. Ach, ich habe das ja schon so oft gesagt. Oh, meine Arm jucken ein bisschen. Meine Arm. Nehmen wir mal einen Cleanstone raus. Braten das. Machen den. Naja. Ist hier in der Ecke zu dunkel? Ja, eindeutig. Karl müssen wir auch noch einen schönen Platz bauen. Ich glaube, da haben wir gerade noch was gefunden, was wir noch bauen können. Ein Platz für unser mutiges Lama Karl. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann nehmen wir hier Lehrholz noch. Bücherregale, 9 Stück. So. Machen wir hier noch. Hier machen wir eher engere Gänge, würde ich noch sagen. Naja. Die Bücherei wird auf jeden Fall noch dauern. Vielleicht können wir irgendwo noch ein bisschen Leder schnorren. So. Machen wir hier noch eine. Nee, da kommt keine hin, aber so, und dann kommt auch hier keine Fackel hin. Zack, zack. So, so, so. Ich habe jetzt auch letztens erstmal hier Diablo 3 entdeckt, beziehungsweise generell die Diablo-Serie für mich. Ich muss sagen, gefällt mir. Macht echt Bock. Weil ich so generell so der Typ bin, der lootet und levelt. Und naja, wie kann man am besten Diablo beschreiben? Looten und leveln. So. Und aber jetzt generell weiß ich noch nicht, was ich hier wirklich hinbauen soll. Das als Bereich fürs Lama finde ich ein bisschen krass. Oder, komm, dann bauen wir hier so einen Bereich für generell Karl und seine Familie auf. Dann fixen wir aber gerade kurz da eben das da. Weißt du was, dann machen wir hier generell unseren Tierbereich hin. Für unsere Haustiere. Aber vorher brauche ich das, das und das. Reparieren wir da einmal den Fail. Und dann nehmen wir Seeds mit. Weil, wer leicht auf das ja mitbekommt, Chico ist eines tragischen Todes gestorben. Chico und seine Familie, seine drei Geschwister. Naja, einer wurde vom Creeper in den Arsch gefickt. Die anderen drei sind tragisch auf dem Meer verloren gegangen. In einem ungeladenen Chunk-Bereich. So. Das haben wir repariert. Da kann er so bleiben. Ah, trotzdem mal. So, dann parke ich das einmal hier. Wo kommt der Zaun? Achso,
Da kommt der Zaun her. Wie sieht das Haus denn aus? Nacht? Dann gehen wir noch ganz kurz pennen. Und dann suchen wir mal neue Chicos und Chiquitas. Wir haben jetzt auch Nametags, also könnten wir theoretisch gesehen die auch benennen. Ich will auf jeden Fall schauen, dass ich... Oh, da ist gerade was gestorben. Skelett, Knochen und Pfeile nehme ich immer gerne. Wo ist es dann? Ah ja. Ich möchte halt schauen, dass ich so eigentlich alle Tiere reinbekriege. Kaninchen kann ich ja easy kriegen, die sind ja direkt hier nebenan. Die können wir eigentlich auch hier in den Stall reinpacken. Was brauchen wir noch? Pferde haben wir auch hier um die Ecke. Hunde wird ein bisschen nervig. Wobei die porten sich ja offiziell nach. Also wenn ich die ein bisschen Spawn kriege, dann sollte es das gewesen sein. Da der Spawn ja dauerhaft geladen ist. Was ist das jetzt hier schon wieder? Wieso passiert sowas eigentlich immer mir? Ja, sauber. So. Noch einen Schutz überlebe ich nicht. Ich würde gerne bei meinem einen Tod bleiben. So, auf jeden Fall, wenn wir hier weitergehen, dann kommen wir zum Dschungel. Habe ich eben erstmal so gesehen, weil ich eben noch was für die... Ich habe gerade gedacht, da wäre ein Holzbock gewesen. Für die Holzfarm vom Crazy gefarmt habe. Da der... Da die generell öffentlich ist und ich generell so schaue, dass ich helfen kann, so gut es geht. Und hier ziemlich viele gelbe Blumen sind. Habe ich hier mal schnell die gelbe Farbe gefarmt. Ich habe den Kies gegeben, Sand und einen Eisenblock halt für Spitzhacken. Generell sollte das ja wirklich hilfreich sein. Hat sich auf jeden Fall schon mal herzlich bedankt. So, das gleich müsste mal sein. Da ist schon der brennende Baum. Das brennende Bäume sind immer ein Zeichen für Dschungel und da taucht er gerade auf. Ich glaube, in dem Dschungel war sogar noch gar keiner, weil der ja ziemlich weit weg ist. Hätte ich vielleicht mal Glück und finden den Dschungeltempel. So, 2,5-6 Seeds sollte reichen für 1-2 Papageien. Guck mal, woher wir kommen wegen Ocelots. Ich weiß nicht wieso, ich hatte sogar letzte Nacht irgendwie ein bisschen komisch geträumt und im Traum gehabt. Hatte ich gedacht, es... Alter, hier der Dschungel sieht ja geil aus. Hatte ich gedacht, es gäbe mittlerweile Schimpansen oder generell Affen in Minecraft. Fände ich aber eigentlich eine gute Idee halt so für den Dschungel. Oh, hier sind Kühe. Oder eine. Hallo. Das Leder können wir noch gut gebrauchen. Das ist sogar normaler Dschungel. Kein Dschungel Hills. So. Aber ich sehe noch nichts Papageien-ähnliches. Oder höre auch nichts. Ich meine, da habe ich gerade was. Dschungeltempel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir guten Stuff kriegen. So.
Danke. Eine Fackel habe ich sogar noch. 17 Pfeile. 21. Oh, schön viel Gold und Sattel. Knochen nehme ich auch noch. Und dann hauen wir uns hier einmal rein. Ich weiß immer nicht, wie man dieses komische Rätsel lösen sollte. Aber noch mehr Gold. Bisschen Eisen, Knochen. Rotten Flesh können wir auch noch mitnehmen. Und hat sich doch gelohnt. Also es hätte schlimmer ausgehen können. So, jetzt wollte ich aber eigentlich noch schauen wegen einem Papageien. Oder vielleicht zwei. Chico! Ja! Ja! Kommt mit, meine Freunde! Ach ne! Ja, guten Tag, der Herr. Auch schön in der Aufnahme. Finde ich ja lustig gerade. Yay, wir haben wieder Papageien. Nee, das sind jetzt unsere. Ich habe gerade gedacht, ist das noch ein Papagei? Yay. Moment. Alter. Moment, da fehlt doch noch einer, oder? Ja, da drüben, der blaue. Hab ich schon gesagt, der soll sitzen? Ja, du kommst schön mit. Dum, 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 dum. Kommt, meine Freunde. Portet euch mir nach. Ach, wie schön. Wir bringen unsere Haustiere nach Hause. Wir haben neue Haustiere. Und die Folge ist vorbei. Ich sag dann schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Halt den Hut, machet jo. Tschüss. Kurzer Anhang an die Folge. Der Street möchte nochmal tschüss sagen. Also... Oh, ich will ganz, ganz schnell weg. Ich habe da ein paar Vögel bei mir. Vier Papageien, fünf Papageien hatte ich. Jetzt habe ich nur noch einen. Jetzt manchmal hasse ich Creeper wie die Pest. So, und der Speed wollte noch tschüss sagen. Ist er? Ja, ich warte nur noch auf seine Antwort. Oh gut, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.